Als Staatsoberhaupt ist der Fürst auch oberster Repräsentant des Staates. Offizielle Gäste, wie hier der schweizerische Bundespräsident Pascal Couchepin, werden deshalb nicht nur von der Regierung, sondern auch vom Fürsten auf Schloss Vaduz empfangen. Liechtenstein hat seine außenpolitischen Aktivitäten in den letzten Jahren verstärkt. Es ist unter anderem Mitglied des Europarates und der Vereinten Nationen und gehört zum europäischen Wirtschaftsraum EWR, was neben Kontakten zu den Nachbarn Österreich und Schweiz auch regelmäßige Konsultationen mit Brüssel notwendig macht.